So Leute, willkommen zu diesem Video, das zweite Video von Kroatien. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, irgendwo oben links unten in der Videobeschreibung. Für diese Woche geplant ist einmal noch durchs Tal durch, Mittag irgendwann mal und vielleicht noch zu einem Lost Place fahren, zu einer alten Ruine die Tage. Das Fazit sage ich euch später, auf alle Fälle heute geplant. Wir fahren jetzt zum Strand, nichts Besonderes. Was sonst noch diese Woche kommt oder genauer geplant ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, nur die zwei, drei Punkte sind noch geplant. Vorbei an dieser schönen Aussicht. Willkommen! Da unten der Fjord, wo wir im letzten Video schon mal waren. So ein Fjord schreit für mich nach Norwegen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja was in Zukunft. Aber das ist andere Geschichte. Oh nein! Ja, und da ist man halt mit dem Moped auch wieder flexibler. So, Rovin, 9 Kilometer. Genau da wollen wir hin. Da fahren wir am Strand. Innenstadt lassen wir mal weg. Da fahren wir vielleicht mal die Tage noch mal rein. Also wenn du hier mit dem Moped fährst, machst du nichts falsch. Man könnte jetzt geradeaus fahren zum Kreisverkehr oder man biegt hier links ab. Wir biegen hier links ab, ist eine kleine Abkürzung, die mir noch so im Kopf geblieben ist. Das allererste Mal Urlaub habe ich hier gemacht gehabt, wo ich 12 war. Und ich glaube mit 17 das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, jedes Jahr damals noch mit der Familie Urlaub gemacht. Deswegen ist mir noch ein bisschen was hängen geblieben von den Straßen hier, da sind wir noch einigermaßen auskennen. Nach einer Woche kennt man sich hier wieder aus. Uiuiui, ja, Straße ist rutschig. Hier einmal links rein. Sneaky. Wir müssen hier links. Wenn du daheim sowas fahren willst, du bist safe illegal unterwegs. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Solche Straßen wie hier könnte ich stundenlang fahren. Macht mega Bock. Und genau das ist einer der Gründe, warum ich mir die Enduro gekauft habe. Weil ich mir auch einfach die Option offen halten wollte, solche Straßen hier zu fahren. Dass ich einfach mehr Möglichkeiten habe mit dem Motorrad. Wisst ihr? So, am Strand angekommen. Da springen wir jetzt rein. Und dann melde ich mich später nochmal. Freunde der Sonne. So Leute, Strand vorbei. Wir fahren jetzt tanken und Geld wechseln. Und dann war es das schon. Montag, erster Tag, zweite Woche. Dann melde ich mich die Tage wieder beim nächsten Schnitt. Ja, hat schon was. Auch mal durch Zufall hier stehen geblieben. Irgendwo an einem Dörflein. Noch ein Picture. Und mit dieser schönen Aussicht endet der heutige Tag. Wir sehen uns gleich beim nächsten Cut, beim nächsten Tag oder das nächste Mal, wann ich filme. Jetzt geht's zurück zur Ferienwohnung und dann gut für heute. Nächster Tag, nächster Cut. Wir haben es Mittwoch, zwei Tage später. Gestern waren wir ganz gemütlich noch in der Stadt, Strand, nichts Besonderes. Heute bin ich mal alleine unterwegs. Der zweite Versuch, mal durch die Schlucht zu fahren oder durch das Tal da unten. Wir haben es Mittag, in der Hoffnung, dass ich heute mal keine Rehe oder Tiere sehe, wie im letzten Video am Abend. Mal schauen, wie weit ich heute komme. Und wie viel ich reden werde, weiß ich nicht. Im Sinne von, dass ich mich ein bisschen konzentriere, ein bisschen durchs Gelände. Wahrscheinlich werden es eher mehr Voraufnahmen werden. Und wie man auch in dem Video jetzt sieht oder in der Aufnahme, in der Szene, wenn ich da jetzt reinfahre, ich habe heute auch keinen ND-Filter drauf, den habe ich runden lassen, weil ich nicht weiß, wie finster das da drin wird, dass man da auch was sieht. Nur als kleine Randinfo, ich fahre jetzt einfach mal rein, mal schauen, wie weit ich komme und einfach mal überraschen lassen. Alter, wenn ich hier fahre, vorne war zwar kein Verbotsschild, aber da kommt direkt wieder Deutschland Förster-Vibes. Oha, okay. Der war letztens noch nicht da. Weiß ich nicht, ob das vom Sturm kommt oder ob wir da einfach mal durchfahren sollen.
Die Frage ist halt einfach, ist der mit Absicht hierhin oder war das jetzt der Sturm die letzten Tage? Alter, diese Kletten. Ja Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich lasse das. Ich kenne die Menschen nicht, ich kenne das Land nicht, ich weiß nicht, ob der da mit extra hingelegt worden ist, wie die Menschen auch hier drauf sind. Wenn ich jemanden kennen würde, irgendwie so ein Local Guide in der Art Geschichte, der was auch mit den Menschen in verständigen kann, in Landessprache, dann wäre es bestimmt kein Problem, aber wenn der hier so liegt und ich weiß nicht, weil von da oben, ob der hier runtergekommen ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber herausfordern will ich es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ausgerechnet hier auf dem Weg, dass der hier liegt, nee, lass mal. Da haben wir jetzt wieder was anderes dort, da konnte ich mit den Leuten reden, aber hier, nee. Aber es gibt einen Ausweichplan. Wo geht's dahin? Auch ins Nirgendwo, okay. Nee, wie gesagt, Freunde, ich will da nichts riskieren. Daheim wäre das was anderes. Lass ich lieber mal. Gut, da hinten scheint es mir auch nicht weiter zu gehen. Nee, Hammer ab. Dann soll's nicht sein. Wo geht's da eigentlich hin? Bevor wir den Ausweichplan aber fahren, erkunde ich hier nochmal kurz die Stadt. Ist eine Ortschaft weiter. Oha. Oh. Nope. Scheinen sie auch gewundert zu haben. Alter, es wird cringe. Wir drehen um. Und direkt verfahren. Sehr schön. Oder kommen wir da zurück? Alter, ich bin schon wieder so planlos unterwegs. Wie bei jeder Tour. Überall, wo ich das erste Mal bin, absolut nicht informiert, überhaupt kein Plan, einfach mal auf eigene Faust suchen, einmal hier links runter. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich beim Plan B bin. War ja auch schon im ersten Video, aber da gehen auch ein paar Strecken weg, die ich im ersten Video nicht gefahren bin. Da fahren wir jetzt mal weiter. Ich melde mich gleich wieder, wenn es mit Offroad weitergeht. Also ich würde mal behaupten, das Tal ist... Für die Woche, nächste Woche bin ich noch da, werde ich nicht mehr fahren. Unten ist, glaube ich, ein Försterstand. Wenn der Baum da liegt, ob es mit Absicht war oder nicht, weiß ich nicht. So ist es halt. Manchmal geht es halt eben nicht. So Leute, Plan B angekommen. Da war ich auch schon letztes Video. Heute bin ich aber alleine unterwegs. Das heißt, ein bisschen rasanter vielleicht. Wir erkunden einfach mal im Hinterland noch ein paar Wege und mal schauen, wo wir rauskommen. Auf alle Fälle, jetzt kommen ein paar Fahreindrücke und wenn es was zu labern gibt, melde ich mich. Einfach mal, wo wir hier hinkommen. Aha. Gut, absolut gar kein Plan, wo ich bin. Okay, die nächste links. Ja, Leute, ich und das Problem im Navi. Ich habe es kurz Glockner schon mal angesprochen. Ich habe es in Italien hatte ich das Problem einige Male. Jetzt habe ich das Problem wieder. Handy mit System am Helm verbunden. Aber meistens immer das Problem, dass das Navi mir entweder nichts ansagt oder kein GPS hat. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Handy dann immer im Standby-Modus. Wenn ich das Handy dann wieder aufklappe und entsperre,
dann zeigt es mir wieder GPS und das ist einfach nur nervig. Aber eine Handyhalterung weiß ich nicht. Hatte ich mal, da hat mich die Handyhalterung immer abgelenkt so ein bisschen. Muss ich mir mal in naher Zukunft mal Gedanken machen, wie ich das mache. Weil immer stehen bleiben und schauen und Handy entsperren und das GPS gesucht wird, kann schon nervig sein. Leben in der Lage, das Beste draus machen. Kommt da was? Nein, 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 nein. Sehr schön. Dann kann ich euch noch gleich mein Fazit sagen. Habe ich auch noch nicht gemacht. So Leute, kleines Fazit zwischen Italien und Kroatien, die eine Woche, was ich jetzt hier bin. Es ist natürlich nur meine Meinung, jeder kann was anderes sagen. Italien, Norditalien, Gardasee, wo wir waren, war mehr so alpinistisch mit Berge. Hast halt viele Pässe zum Fahren, hast auch Ziele, wo du hinfahren kannst. Im Internet auch schön beschrieben, auch recht viel beschrieben. Und hier, es gibt ja recht wenig. Es gibt natürlich hier einen Weg und da einen Weg, wo man fahren kann. Oder auch durchs Tal oder die Schlucht, was das da unten ist. Das ist im Forum drin gestanden und man sollte nicht alles glauben, was im Internet drin steht. Da wäre es mir lieber, wenn ich irgendwie jemanden kennen würde, einen Einheimischen, einen Local Guide, gibt es ja auch viele Anbieter hier, wo man auch Touren machen kann, geführte Touren machen kann, was ich mehr empfehlen würde, weil du weißt nicht, wem gehört das, darf man da fahren, darf man da nicht fahren, ist das öffentlich, ist das privat. Aber im Vergleich zwischen Kroatien und Italien, kurz zusammengefasst, Italien, ja, sehr zu empfehlen. Im Internet schlau machen, gibt einen Haufen Pässe, auch Grenze Österreich oder Westitalien, Stichwort Westalpen, Offroad, gibt es auch ein paar Videos, kann man sich auch im Internet schlau machen, wo man sich selber informieren kann, dass man da auch selber fahren kann, legal, ohne irgendwelche Bedenken. Kroatien, Flachland, hast eher weniger Aussicht, dafür am Meer ein bisschen baden gehen, ist natürlich auch cool, aber in Italien hast du halt einen Haufen Seen, wo du stehen bleiben kannst. Meine Empfehlung, Italien, Motorradurlaub mit die Pässe, ja, auf alle Fälle zu empfehlen. Kroatien, eher eine Empfehlung mit geführte Touren, wo du dir sicher sein kannst, hey, du darfst da fahren, du hast einen Ansprechpartner, der aus die Sprache, die Leute hier kennt. Und jetzt geht's nach Hause. Bezüglich zum Fazit oder generell zum Fahren in Kroatien. Ich bin da jetzt nicht professionell oder gut belesen darin. Alles meine persönliche Meinung. Ich habe auch nicht immer recht. Glaubt mir auf gar keinen Fall. Schaut da lieber im Internet selber nochmal nach. Das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Schnitt. So Leute, nächster Cut, nächster Tag oder ein paar Tage später. Heute geht's zu einem Lost Place, dann in die Stadt. Ich brauche noch ein paar Souvenirs. Und dann geht's am Strand. Und dann melde ich mich einfach bei der Ruine nochmal. Irgendwann später. Ich weiß zwar nicht, ob man sie kennt, aber da oben ist eine Ruine. Da war ich vor 7 Jahren, glaube ich, das letzte Mal. Ich glaube, damals mit dem Auto sind wir nicht ganz hochgekommen. Schauen wir einfach mal. Stelle ich das Moped einfach mal irgendwo hin und dann gucken wir uns das mal an. Der Archäologe ist wieder da. Hält mich das aus? Easy. Ja, nach dem Schutt, nach den Steinen und wie es hier ausschaut, glaube ich, dass die noch arbeiten werden. Gott sei Dank nicht heute. Schauen wir mal in die Bude rein. Hereinspaziert. Hallo? Okay, ihr seht jetzt auf der Kamera nichts, aber da hinten ist eine Bank. So. Ja, noch ein bisschen verspachteln und neue Ferienbude ist fertig. Gekauft. Wenn mich aber nicht alles täuscht, glaube ich, dass ich damals irgendwo oben war. Aber wie? Keine Ahnung. Mal kurz gucken. Kommt der Bergsteiger wieder in mir durch. Forst wieder warm he. Aussicht kann man lassen. Ist in Ordnung. Ein bisschen auf Expeditionstour. Den Moped hier hoch. Und wenn mich jetzt irgendeiner sieht mit dem Helm hier, der denkt sich, was ist das für ein... Mir egal. Was für ein Bild. Nur eins der wenigen Highlights, wo ich hin wollte. Genau, noch ein paar Bilder machen hier. Dann geht's ab in die Stadt. So, und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Hallo, Hilfe? Hallo? Kleine Planänderung. Wir fahren jetzt erst am Strand. Wir haben es schon fast 2:30. Lul. Und weil ich eh schon komplett am Auslaufen bin, erstmal rein ins Wasser, unten am See, unten am Meer. Und ich muss eins sagen, solche Wege wie hier, nur mit dem Moped geil. Change my mind. So, da unten ist der Strand, was für ein Zufall.
mega, mega geil. Hier mit dem Moped fahren, echt absoluter Traum. Wetterbedingt waren wir jetzt nicht im Meer. Seht ihr da die schwarze Wand? Wir fahren jetzt heim. Eigentlich wollte man auch in die Stadt. Verschiebe ich einfach mal auf die nächsten Tage. Oida. Oh nee, Alter. Leider, ich muss jetzt keinen Stress machen, aber ich hab's eilig. Leili, sag euch eins, wenn ich nass wird, verklage ich alle Wetterdienste. Laut Wetterradar umfahren wir das Ganze, das zieht nach Süden. Wir fahren jetzt in die andere Richtung. Und wenn ich einen Tropfen spüre, wenn ich nass werde, dann... Nächster Tag, nächster Cut. Gestern kaum nass geworden, wir haben uns untergestellt. Jetzt geht's in die Stadt. Noch Kleinigkeiten organisieren, tanken, Geld wechseln und dann auf am Strand, wie jeden Tag. Und ich kann jetzt schon mal vorhersagen, dass es absolut überhaupt kein Fehler ist, wenn du mit dem Moped in die Stadt fährst, aber mit dem Auto Parkplatz finden, absolute Katastrophe. Da ist es mit dem Moped schon um einiges einfacher, was ich euch dann auch gleich zeigen kann. Wenn man jetzt schon sieht, dass es hier staut, und da ist halt, mit dem Moped ist halt einfach, kannst dich halt quasi überall hinstellen. Gut, überall vielleicht jetzt nicht, aber ist halt einfacher am Parkplatz zu finden, weil da unten links gibt es nämlich einen Moped-Parkplatz. Stellst dich einfach hin und gut ist, mit dem Auto musst dreimal hier rumfahren, dann außerhalb parken, dann gehst du wieder ewig lange. Auf alle Fälle, Moped hier, nettes Gimmick, nur zu empfehlen. Dann kann man sich hier gleich ganz bequem, easy cheesy hinstellen. So. Vertrauen ist gut, Kettenschloss ist besser, vor allem in der Stadt. Man weiß ja nie. Wir waren kurz in der Stadt, was Kleines gesüffelt. Jetzt fahren wir tanken, dann am Strand. Jetzt erstmal raus aus der Stadt und dann melde ich mich nochmal. Es ist halt hier einfach das Nonplusultra. Wenn du hier einfach eine Enduro hast, kannst du die Wege mit Vorsicht entlangheizen. Bist ein bisschen wendiger, bisschen schneller, macht auch mehr Spaß. Und mit dem Auto musst du ja auf die Schlaglöcher aufpassen und mit Vorsicht fahren. Aber hier... Einfach nur hammergeil. Da muss dir auf solchen Strecken das Auto entweder völlig egal sein oder du hast eine Rallye-Kiste. Aber die Enduro hier absolut heimisch. Und genau aus diesem Grund oder einer dieser Gründe, deswegen habe ich mich für die Enduro entschieden. Macht mega Spaß. Am Strand angekommen. Wenn kein Video mehr kommt, verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und falls noch was kommt, seht ihr ja dann, einfach dranbleiben. Auf alle Fälle, wir gehen jetzt gleich noch ins Wasser. Wir bleiben hier am Strand. Wird wahrscheinlich nichts mehr Spannendes kommen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video.